Hallo YouTube, hier ist wieder euer Kai von Kailabs und heute sprechen wir über ein ernstes Thema. Und zwar hat Cakewalk oder Bandlab mehr besser gesagt angekündigt, dass Cakewalk bei Bandlab zum Ende des Jahres ausläuft. Also es gibt noch mal ein großes Update und danach wird dieses Programm nicht weiterentwickelt. Wow, Schock, ich weiß. Aber ganz so schlimm ist es dann auch nicht, weil genau zu diesem Zeitpunkt wird es dann zwei neue Produkte geben von Cakewalk, nämlich Cakewalk Next und Cakewalk Sonar. So, vielleicht kurz zu Sonar. Sonar wird im Grunde genommen das sein, was wir heute als Cakewalk bei Bandlab kennen, plus einer wirklichen Verbesserung, nämlich dass das ganze Interface vektorisiert wird, also heute sind das ja quasi Pixelgrafiken und das Ganze wird vektorisiert, also auf Vektorbasis aufgebaut. Das heißt, wenn jetzt jemand eine höhere Auflösung wie bei 4K-Monitoren und so weiter haben will, dann sieht das dann dort einfach besser aus, viel knackiger als natürlich heute, weil wenn du etwas, was für 1080p gedacht ist, also Full HD, hier auf dem 4K-Monitor darstellst, dann wird alles halt mickrig klein. So, beziehungsweise wird halt dann ein bisschen unscharf, wenn man es aufzieht. Ich weiß nicht, wie es tatsächlich aussieht, weil ich keine 4K-Monitore habe. Aber ich denke, diejenigen unter euch, die 4K-Monitore haben, werden wahrscheinlich über diese Verbesserung nicht unglücklich sein. Zudem ist es ja so, dass als Bandlab Cakewalk übernommen hat, man dort einige Plugins rausgestrichen hat, für die man dann Lizenzgebühren zahlen musste. Und die wird man dann wieder jetzt dazu geben, wenn das neue Produkt Sonar rauskommt. Und damit habe ich natürlich auch schon einen kleinen Tipp gegeben. Die neuen Produkte werden nicht mehr kostenlos sein. Ja, ich weiß. Das ist nicht schön. Auf der anderen Seite muss man sagen, Cakewalk bei Bandlab war 5 Jahre lang kostenfrei. Und das war wirklich die einzige digitale Audio-Workstation, die ohne jede Einschränkung funktioniert. Also wirklich unendlich viele Spuren und so weiter. Und das Ganze für Umme. Ja? So, also das war schon eine tolle Sache. Ich weiß, die haben dann von Bandlab auch gesagt, ja, das wird so bleiben. Nun ja, die Zeiten ändern sich und so musste man wohl offensichtlich jetzt in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, irgendwie müssen wir jetzt also auch Geld verdienen mit dem Produkt. So, ich glaube allerdings nicht, dass es hier tatsächlich darum geht, hier, sagen wir mal, einen Sack voll Gold zu machen oder so etwas. Also hier den vollen Kapitalismus rauszukehren, sondern es ist tatsächlich ja so, dass Cakewalk bei Bandlab als Produkt kein Geld gebracht hat bisher für 5 Jahre lang. Und das war sicherlich auch die Absicht. Es ist so diese Idee gewesen, wir haben hier einen Loss Leader, so heißt es in Betriebswirtschaftlichen, und das ist eine Marketingausgabe. Wieso ist das eine Marketingausgabe? Naja, Bandlab ist ja ein Social Media, eine Social Media Plattform, sowas wie Facebook, und aber eben für Musiker. So, wenn jetzt also jemand hier Cakewalk bei Bandlab haben wollte, musste er sich ja bei Bandlab anmelden. Und da konnte man dann ja auch sehr einfach seine Musik veröffentlichen. So, und wenn jetzt jemand also bei Bandlab seine Musik veröffentlicht hat, dann hat er natürlich auch seinen Freunden Bescheid gegeben und Bekannten. Ja, da könnt ihr meine Musik, die ich da komponiert habe und eingespielt habe, die könnt ihr da anhören. So, und die sind dann natürlich auch Mitglieder bei Bandlab geworden. So hatte das also tatsächlich einen ganz guten Marketing-Effekt. So, und das Ganze ging so lange gut, solange eben genügend Geld auf dem Markt verfügbar war. Und das war eben bis vor kurzem der Fall. Ihr wisst, wir hatten negative Zinsen und
So konnte man dann also auch so ein Marketing finanzieren. So, heutzutage ist es aber anders. Wir haben jetzt höhere Zinsen und das bedeutet dann am Ende eben, dass, ja, dass eben solche Sachen sich nicht mehr finanzieren lassen. So, und dann hat eben wahrscheinlich Bandlab zu den Cakewalk-Machern gesagt, ja, also Leute, ihr müsst jetzt euch selbst tragen. Ja, so, und so kommt das dann also zustande, dass man dann also sagt, okay, hier Cakewalk Sona wird Geld kosten und natürlich auch Cakewalk Next. So, was ist Cakewalk Next? Naja, also wer da so ein bisschen Einblick erhalten möchte, der muss sich halt einfach Bandlab Studio anschauen. Das ist ja quasi eine Webplattform, mit der man ja seine eigenen Songs machen kann. Und da sind ja schon so einige kleine AI-Elemente, also künstliche Intelligenz-Elemente mit drin, der Songstarter und so weiter. So, und das wird also in Zukunft natürlich stärker werden. Also wenn wir hier mal schauen auf Next, dann siehst du hier, dass sich vor allen Dingen um das Thema Songentwicklung hier bemüht, ja, dreht. So, also dann gibt es hier also hier so Vorlagen für Songs, die man einfach als ersten Start für eine Inspiration nutzen kann, sondern dass man dann quasi seine Texte da eingeben kann und die dann eben entsprechend nach dem Rhythmus und so weiter synchronisiert werden mit den verschiedenen Songzeilen, ja, die dann also quasi wie auf so einem Teleprompter eingeblendet wird, beziehungsweise das ist ja ein Teleprompter, sodass das also viel, viel einfacher geht, das einzusingen. Und dann hat man natürlich auch Zugriff auf eine große Anzahl von Samples. Sie sagen hier Unlimited. Naja, also ich meine, es gibt kein Unlimited in diesem Fall, sondern es gibt halt eine bestimmte Anzahl von Samples, die da sind und auf die man zugreifen kann. So, dann gibt es hier die Möglichkeit, eigene Sounds zu entwickeln und hier, ja, soll also eine ganz tolle Integration geben. Keine Ahnung, ihr könnt euch allerdings hier zu einem Beta-Test anmelden und dann wird man sehen, wie das Ganze ist. Spannend ist es insofern, dass es sowohl auf Windows als auch auf Mac existiert. Allerdings die Vorgaben sind natürlich schon hoch. Hier 16 GB braucht man schon und 8 Kerne für die CPU bei Windows. Bei Mac ist das jetzt nicht so genau. Und bei Windows brauchen wir halt auch ASIO-kompatible Hardware. Also naja gut, jeder Soundchip ist ASIO-kompatibel. Also insofern muss man sich da keine großen Sorgen machen. So, und das ist also dann quasi das moderne Produkt. Während eben Sonar das alte Produkt ist, plus einer ja, neuen Oberfläche, die aber aussieht wie die alte Oberfläche, allerdings eben den Vorteil hat, dass sie voll skalierbar ist. So, so sieht das Ganze aus. Wie bewerte ich das Ganze? Naja, ich denke, es ist zumindest ein Weg, um die Zukunft dieser Plattform zu sichern. Ja, weil natürlich war mir das schon klar, dass das nicht ewig gut gehen kann. Irgendwann kommt dann doch mal der Punkt, an dem halt das Geld wieder etwas wert ist. Also insofern, wenn man sich etwas leiht, dass man dafür Zinsen zahlen muss. Und das ist ja nun mal jetzt der Fall. Sondern es war jetzt irgendwo klar, dass entweder Cakewalk nicht fortgesetzt wird, sondern einfach da stehen bleibt und man aber nichts dazu sagt und einfach sagt, ja, ihr könnt euch das immer kostenlos runterladen. Oder man eben sagt, naja gut, okay, wir machen da jetzt was. Und ich meine, eine Sache ist ja irgendwie auch klar. Diese neue Plattform Next, also Cakewalk Next, die ist ja nicht tatsächlich erst seit gestern entwickelt worden. Ja, also natürlich gab es vorher schon diese Web-Plattform, aber das hier ist jetzt ganz neu, aber auch nicht so neu, weil so etwas zu entwickeln dauert ein paar Jahre und das Ganze kommt ja in 6 Monaten etwa auf den Markt. Ja, also beide Versionen, weil dann eben Cakewalk bei Bandlab dann abgelöst wird. So, das heißt mit anderen Worten, da wurde schon eine ganze Menge Entwicklungsaufwand reingesteckt, also um das dann am Ende auch zu rechtfertigen, muss man dann halt eben auch Geld einnehmen. So, und dann kommen wir jetzt natürlich zur interessanten Frage, wie viel wird es denn sein? Und das ist jetzt wirklich ein bisschen komisch, weil
Man weiß es noch nicht. Ja, die Entwickler sagen selbst, dass es noch diskutiert wird, wie viel Geld so eine Lizenz kosten soll und wie sozusagen dafür bezahlt werden soll. Also ich denke, es wird eben auch diskutiert, ein Subskriptionsmodell. Ich weiß, da reagieren viele Leute allergisch drauf, ich eigentlich auch. Allerdings muss man sagen, dass Cakewalk in der Vergangenheit bei seinem Subskriptionsmodell durchaus, wie soll man sagen, Verstand gezeigt hat. Und zwar war das früher so, dass wenn du 12 Monate lang das Abo bezogen hattest, dann konntest du die letzte Version, das letzte Update, was du bezogen hast, vor dem Kündigen, für dich behalten. Also du konntest mit dieser Plattform weiterarbeiten. Du hast dann halt keine Updates mehr bekommen, aber du hast quasi nicht diesen Punkt so, dass du alles verlierst, wenn du das Abo aufgibst, sondern wenn du das 12 Monate bezogen hast, dann konntest du das behalten, was du dort hattest. Und das bedeutet natürlich auch der volle Zugriff auf deine Projekte und weiterhin auch deine Projekte bearbeiten zu können. Das finde ich ist ehrlich gesagt ein ziemlich faires Modell. Und insofern finde ich das jetzt nicht so schlimm. Ja, es ist im Gegenteil, es ist sogar positiv, weil das also auch jemanden ermöglicht, so etwas zu finanzieren, der jetzt nicht einfach sagt, okay, ich kann jetzt mal 200 € aus der Tasche hier hinlegen und ja, habe dann eben die Lizenz gekauft. Wie viel die Lizenz letztlich kosten wird, wenn man es nicht in einem Abo bezieht, weiß ich nicht. Ja, es wird auch diskutiert, dass es dann vielleicht ein Bundle geben soll mit Next und Sonar. Ist natürlich auch die Frage, wenn man jetzt Next hat, warum braucht man Sonar und umgekehrt? Es sind zwei sehr unterschiedliche Interface-Konzepte, die dahinter stecken. Und ich meine, ich persönlich mag das, mit vielen verschiedenen DAWs rumzuspielen und Interfaces auszuprobieren. Aber ich weiß, es ist jedes Mal natürlich eine Umgewöhnung. Man denkt dann so, okay, auf der einen Plattform war es so, wie war es jetzt nochmal auf der Plattform? Kann natürlich auch auf die Nerven gehen, ja. Insbesondere, wenn du eigentlich schnell was erledigen möchtest und plötzlich nicht mehr weißt, wie es geht. Haben wir ja in meinen Livestreams schon öfters erlebt, ja. Also insofern denke ich, dass, ja, es ist vielleicht nett oder auch nicht, ja. Also, solange man die Wahl hat, denke ich, ist es kein größeres Thema. Okay, das war es eigentlich, was ich hier kommunizieren kann. Das sind die neuesten Nachrichten dazu. Ich habe sehr, sehr viel von den Diskussionen mitverfolgt, auch von den Entwicklern und so weiter. Und natürlich versuchen die so ein Stück weit mit diesen Nachrichten, die sie da in die Welt gesetzt haben, auch Reaktionen zu provozieren, herauszufinden, wie werden die Leute reagieren, bei welcher Art von Preis? Ich denke, sie werden sich schwer tun, einen wirklich saftigen Preis zu verlangen, insbesondere für Sonar, weil es halt doch eher eine alte Software und alte Arbeitsabläufe sind. Und sagen wir mal so, es gibt halt modernere Software. Also, und wenn man sich zum Beispiel Reaper anschaut, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, nicht kommerziell Reaper zu haben und du hast trotzdem alle Möglichkeiten mit der Software und dann kostet das Ding eben irgendwie 70 € oder so. Ja, und das ist dann, ja, das ist nicht wirklich teuer. So, das heißt mit anderen Worten, ich glaube, dass allein die Existenz von Reaper dafür sorgt, dass die Preise für Cakewalk auch sehr im Rahmen sein werden. Jo, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.